Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Ich will euch nichts vormachen, meine Lieben. Ich habe viele Menschen, die mich lieben und die mir meine Schwächen verzeihen, von denen ich übrigens hoffe, dass sie immer weniger werden. Aber ich würde mich freuen, wenn jetzt in diesem Augenblick, und ich bin völlig gesund, ich bin stark, aber wenn jetzt alles zusammenkrachen würde und der Körper wegfallen würde, dann könnte ich neu beginnen, mich neu formieren, nicht mehr belastet mit diesem alten Dreck und Schmutz, den ich selbst verursacht habe. Ja? Also, ich weiß, wann es ungefähr sein wird, aber ich würde es nie vorher machen. So wie Selbstmord oder so, empfehle ich nichts, nicht gut. Aber seid immer bereit. Klammert doch nicht zu sehr an diesen Quatsch. Ja, Nanu, du kannst reden, du fährst nach Mallorca und da hast du Häuser und da dies und das und dies. Meine Lieben, die meisten Milliardäre, die ich kenne, sind bereit, sich zu erschießen. Also der Besitz von irgendetwas hat überhaupt nichts zu tun. Das Buch des Lichts. Warte mal. Und natürlich hier, die Zweigschrift Buddhismus, wie er sein sollte, die Lehre, die uns auch in einem Schloss ermöglicht, loszulassen. Und deshalb sagt ja auch der Buddha ganz klar, ob du in einem Schloss stirbst oder in einer Hundehütte, wenn du dich gelöst hast oder mit der Loslösung der Lehre befasst, macht das keinen Unterschied. Ich habe einen Vortrag gehört von einer jungen Frau in Los Angeles, die in den Slums, na nicht Slums, aber ja, Downtown, kleines Zimmer, 10 Quadratmeter, Krankenschwester, die hat gesagt, ich lebe in the Ghetto, aber das Ghetto lebt nicht in mir. Die lebte unter Huren, Zuhältern der Straße, die war wunderschön. Die ist jeden Tag nur ins Krankenhaus gegangen, hat die Kranken gepflegt oder in den Heimen gemacht, dann wieder nach Hause, hat ihr kleines Zimmerchen aufgeräumt, hat Bilder gehabt, aus. Die war weiter als so mancher Pseudoguru, der euch hier sagt, der wäre ein Heiliger. Und derer gibt es viele auf dem Internet, ich schwöre es euch, die euch das Geld aus der Nase ziehen. Ja? Meine Lieben, wenn wir uns dem heutigen Thema vorsichtig nähern wollen, dann muss ich sagen, es ist dies keine Anweisung oder keine Forderung vom Buch des Lichts. Aber das heutige Thema ist, bau dir dein eigenes Kloster. Schaut mal. Nanu, wer ist das? Nun ja, meine Lieben, das war der Maybach. Wisst ihr, was ein Maybach ist? Der kostet 400.000 Euro. Der wurde mir gerade geliefert. Den habe ich gemietet, weil ich zu einem Auftritt fahren muss. Am Wochenende. Und der Veranstalter zahlt die Gage und den Maybach. Ja? Ansonsten habe ich hier nur ein kleines Autochen. Das ist so klein, da passe ich kaum rein. Damit fahre ich durch Berlin. Aber wenn ich komme, komme ich mit einem Maybach. Ihr könnt ja googeln, was das ist. Aber das erwarte ich. Wenn die sagen würden, komm mit dem Fahrrad, sage ich, ja gut, wenn du mir die Gage für den Maybach bezahlst. Meine Lieben, ja, es ist völlig unwichtig. Und wir reden heute darüber, bau dir dein eigenes Kloster. Und ich habe in meinem Vortrag der Buddha würde auf euch spucken, gesagt, was da los ist mit diesen Luxustempeln. Ja, das hat der Buddha nicht gelehrt. Er hat auch nicht gelehrt, dass man im Maybach vorfahren soll. Aber ich bin ja auch kein Role Model. Ich bin ja auch kein Vorbild. Ich gebe nur die vollkommene Lehre weiter. Und glaubt mir, ich bin nicht von dem Maybach abhängig. Ich würde auch in einem Audi 8 fahren. Only the best, meine Lieben.
Aber schaut doch mal, es geht hier um was anderes. Ich habe mein eigenes Kloster. Schaut mal, bis jetzt war es so. In der Welt, auch damals zu Buddhas Zeiten und auch heute jetzt, ist es ja so, wir haben die Leistungsgesellschaft, wir haben auch mehr und mehr die Loslösungsgesellschaft, die nach dem Buch des Lichts lebt und nach seinen Zweigschriften, nach diesen Maximen. Aber reden wir mal von der Leistungsgesellschaft. Innerhalb dieser Leistungsgesellschaft haben wir auch Klöster. Sogar unsere Ministerpräsidenten gehen in ein Kloster, wenn sie mal mit dem Quatsch, den sie da verkünden, nicht mehr zurechtkommen. Lassen wir das. So. Wir haben auch unsere separaten Strukturen in der Gesellschaft. Das ist das Kloster zum Beispiel, wo man sich, wo Menschen, wo Nonnen und Mönche, wenn sie ehrlich sind, wenn sie nicht ständig von ihrem Sexdrang besessen sind und da drin weitermachen, wenn sie also ehrlich sind, ja, da gehen die hin, um der Welt zu entsagen, sie wolle nichts mehr zu tun haben. Mit dieser geisteskranken Welt regiert von Geisteskranken. Das sagen die zwar nicht so, aber das, so ist das. So. Jetzt kommt das Buch des Lichts und es kehrt alles um und sagt, jetzt wird es immer mehr ganz anders. Wir werden eine Klosterwelt schaffen und die Leistungsgesellschaftswelt, die wird das sein, das immer weniger Einfluss hat. Weniger Einfluss hat, was ist da los? Ja. Das heißt also, wenn ich sage, schaut mal, dass die abgeschiedenen Gebiete, wie auch woanders in der Welt, die sind dann eben im Gegensatz zur Leistungsgesellschaft. Aber das Buch des Lichts verkündet was ganz anderes. Es sagt, du bist nicht hier, um zu bleiben, sondern um zu gehen. Und dieser Weg zurück zum Urgrund, den wird dir das Kloster ermöglichen. Jetzt, mich fragen viele, Ranu, kennst du ein Kloster, wo wir uns hinflüchten können aus dieser, ihr wisst schon, geisteskranken Welt und so weiter? Ich sage, nein, mach das nicht. Bau dir dein eigenes Kloster. Und das machen wir folgendermaßen, meine Geliebten. Pass auf. Egal, ob du in einem Schloss wohnst oder ob du in einer 10 Quadratmeter Wohnung wohnst. Du baust dir dein eigenes Eckchen, in das du entfliehst aus dem Irrsinn, der dich umgibt. Und wenn es nur ein Bild des Buddha ist, wenn es nur ein Bild des Buchs des Lichts ist, das muss nicht mit mir drauf sein, einfach nur das Buch des Lichts, die Lehre, wie du möchtest. Aber ein Raum, eine Welt, die getrennt ist von der Welt des Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tastens, Denkens. Eine Welt der Loslösung. Wenn du dir das machst in deinem kleinen Zimmerchen und dir Zeit nimmst, dich mit der Lehre zu befassen, dann wirst du mehr und mehr in Richtung des Urgrundes gezogen, der wahren Unsterblichkeit und der wahren Seligkeit und immer mehr und mehr weg von der Welt. Das ist natürlich ein Prozess, meine Geliebten, der stufenweise vonstatten geht. Aber wichtig ist eins, indem jeder sich sein eigenes Kloster baut, verbreitet er oder ermöglicht er der ganzen Welt, dass sie zum Kloster wird. Und dem werden sich dann Kunst, Kultur, Forschung, Wissenschaft, Religion unterordnen. Dann wird die Forschung nur noch da sein zu dem Zweck, wie kann ich mich lösen? Nicht, wie kann ich den Mond verschmutzen und den Mars und die Erde und dem Klimawandel alles zuschreiben und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, die Wissenschaft der Zukunft, geleitet durch das Buch des Lichts, wird uns lehren, dass wir nicht hierher gehören, sondern dahin, wo wir herkommen. Und der Weg dahin ist dein Kloster, das du dir baust, zu Hause, in der Einsamkeit.
Und dann ist die Einsamkeit nicht mehr so schlimm. Da freust du dich schon auf die Einsamkeit. Nach deinen täglichen Bedürfnissen, nach deinen Dingen, die du hast, wird sich dein Interesse wird sich verlagern von der Welt der Erscheinungen, der Welt der Loslösung. Die Richtung wird sich ändern. Von nach außen zu nach innen. Diese Kehrtwende, die kann nicht so schnell erfolgen, die wird vielleicht so erfolgen. Ein langer Umweg und dann zurück. Ihr kennt das Beispiel mit dem Riesentanker, der plötzlich anhalten will und das geht alles nicht, der treibt weiter und so. Will ich nicht noch weiter drauf eingehen. Aber es geht doch darum, mein Lieben. Lasst uns die ganze Welt mit allem darin in ein riesiges Kloster verwandeln. Und Kunst, Kultur, Wissenschaft, Religion, Forschung und alles müssen dem sich unterordnen und nicht mehr eure Gier und Geilheit befriedigen nach der Welt. Denn was habt ihr uns denn gebracht? Was hat denn die Forschung uns gebracht? Nur Elend! Sie haben Waffen konstruiert, die zur Reduktion der Menschheit beitragen. Vielleicht ist das so geplant. Siehe Impfen und alles, um Gottes Willen, ich will nicht ins Detail gehen. Das sind Zweigschriften des Buchs des Lichts, da könnt ihr euch dann informieren. Aber was ich meine ist, wenn jeder, früher oder später, sich sein eigenes Kloster in seinem Heim baut, wird irgendwann das ganze Heim zum Kloster. Und nachdem die Hausgenossen deine Feinde wurden, werden sie vielleicht deine Freunde, weil sie sehen, das ist die überwältigende Lehre des Buchs des Lichts. Es gibt nichts Größeres, meine Lieben. Es ist natürlich eine unpopuläre Loslösungslehre. Und auch mir fällt das nicht leicht. Ja, ich bin nicht der große Loslösungsguru. Mein Name ist Lanou, der Schüler. Wir müssen endlich aufhören, nach menschlichen Gurus zu suchen. Die Meister sind keine Menschen mehr, das sind Wesenheiten, die erlöst sind, das ist eine andere Geschichte. Aber ihr könnt doch nicht, wenn ich mir manchmal so manche Gurus, ihr wisst schon, was ich meine, Satguru und der Rest da, Schwab-Gurus nenne ich sie und so, wenn ich mir die ansehe, das sind doch Sklaven, die führen doch die Menschheit in die Irre. Sie führen die Menschheit hinaus in die Welt des Sehens, Hörens, Fühlens, Schmeckens, Tastens, Denkens. Aber das Buch des Lichts führt uns raus aus der Welt des Sehens, Hörens, Fühlens, Schmeckens, Tastens, Denkens, indem wir das Anatta, unsere Erscheinungsform, jetzt hier benutzen, um uns davon zu lösen. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Und alle meine Schlager und Hits, meine 25 Millionen Platten und all diese Dinge beschreiben doch nur das Leiden und sind damit vielleicht auch ein Wegweiser hin zur Loslösung. Wovon? Vom Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. All diese Attribute einer Persönlichkeit, einer Persona, Persona bedeutet Maske. Persönlichkeit kommt von Persona, die Maske. Loslösung von der Maske. Nicht das immer weiter reinfüttern in die Maske. Immer mehr. Und plötzlich sind wir von Dämonen umgeben. Siehst du, die Welt ist doch dämonal. Die Welt ist der Ausdruck Satans. Ja, gar keine Frage. Satan ist der Herrscher über Himmel, Erde und Hölle. Alle drei, ist egal, auch die höchsten Himmelsebenen. Warum ist er da der Herrscher? Schaut mal, das Buch des Lichts lehrt, im Himmel ist wunderbare Seligkeit. Ja, das stimmt. Wunderbare Seligkeit. Aber sie ist vergänglich und auch die Engel werden leiden. Und darum ist auch dieses Buch die Lehre für alle Engel, für die höchsten Wesenheiten in Manifestation. Raus aus diesem Irren aus. Ich bin kein Vorbild dafür, wie das geht, um Gottes Willen. Ich hafte mehr an als die meisten derer, die sich mit der Lehre befassen. Aber ich bemühe mich. Ich verstecke mich nicht in diese Äußerung. Wenn du dir dein stilles Eckchen baust, ob nun in einem Schloss, mit dem Prinz Charles hier, unserem
unserem Tamponprinz, wie man ihn nennt, weil er doch, naja, ihr wisst schon, wenn er Anlauf nimmt, kann er fliegen. Macht nichts, das ist alles Karma. Der könnte da sich dafür eignen. Der soll sich das große Buch des Lichts besorgen. Und dann soll er lernen, sich zu lösen, anstatt dieses Affenzirkus weiter mitzumachen. Und natürlich weg mit der Monarchie, das ist ja ganz klar. Das sind Leute, die eigentlich ganz woanders hingehören. Aber lassen wir das. Gut. Ich schweife schon wieder ab, tut mir leid. Raus aus dieser Welt, das lehrt uns das Buch des Lichts. Und es zeigt uns den Pfad, wie das gelingt. Ob dir das jetzt gelingt oder in 10 Millionen Jahren, es ist völlig wurscht. Aber wenn du mal dich mit der Lehre befasst und dich dann entscheidest, ich will mir mein eigenes kleines Kloster bauen, mein stilles Eckchen, nicht diese buddhistischen Tempel mit Gold verziert, diese Perversion, die der Buddha nicht wollte. Der hat gehabt einen Umhang und eine Bettelschale. Ja, was denn sonst? Sonst hat er nichts gehabt. Nicht diesen Goldquatsch. Ihr Buddhisten solltet euch was schämen. Überall in der Welt. Mit Ausnahmen. Also, pass auf. Du hast, ja, das ist jetzt hier die Küche. Ja, zu tun mit dem Überleben. Man muss ja essen. Oben rein, unten raus. Gut. Aber du könntest dir in deinem Zimmerchen, egal wie groß oder wie klein es ist, eine kleine Ecke machen. Stellst du das Buch des Lichts hin oder Buddhismus, wie er sein sollte, Zweigschriften und ziehst dich und Seelenatemmeditation, ganz wichtig, das Büchlein, Seelenatemmeditation und verbringst jeden Tag, anstatt diesen Dreck im Fernsehen zu sehen, diesen Mist, verbringst du im stillen Kämmerlein. Diese stillen Ecke. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, der auch das mag, da bist du gesegnet bis in alle Ewigkeit. Könnte aber sein, dass du mit jemandem zusammen bist, der dich ganz seltsam anschaut und sagt, was machst denn du da? Ich gebe das nur weiter, meine Lieben. Da musst du damit fertig werden. Gehst du den Weg oder schließt du dich dem an und gehst und tappst weiter in die Welt des Leidens? Das musst du wissen, Liebe und Licht. Ich habe noch was vergessen. Möge das gesamte Universum zu einem einzigen großen Kloster werden, in dem alle Wesen dem Nirvana zustreben. Das wäre ein Segen für alle Wesenheiten. Und es beginnt aber im Kleinen, meine Lieben. Es beginnt damit, dass jeder Einzelne sich sein eigenes kleines Kloster baut. Und so kann die ganze Welt, das ganze Universum zu einem einzigen großen Kloster werden. Und alle im Augenblick herrschenden Forschungen, Lehren, Wissenschaften, Schulen, lest das Buch des Lichts für Kinder, Kinder an die Macht. Universitäten, Forschungseinheiten, Gesellschaftsformen ordnen sich diesem Prinzip unter. Möge die ganze Welt, das ganze Universum zu einem Kloster werden, der es allen Wesenheiten ermöglicht, sich von allen zu lösen und das Nirvana zu erlangen. Jetzt bin ich fertig. Let it flow deep inside you.
world know that you are free.